Hallo Minecraft, willkommen zu Minecraft City mit Mephisto. Hallo Leute, hier Mephisto und ich bin bei Varuna. Jojo. Schon in Vorbereitung auf die nächste Folge, die mein einjähriges YouTube-Jubiläum ist. Tada! Ja, und heute unterstütze ich dich deswegen. Ja, finde ich toll. Mit Partyhut. Genau. So, und wir sind hier heute mal in der Wüste. Da hinten ist der Tempel von Mavia. Ja, den er hoffentlich mal irgendwann weiterbaut. Ja, cool wär's. Weil der ist ja schon gigantisch einfach. Von den Ausmaßen schon allein. Was ja, nur diese Säulen mit diesem Nichts drunter sind leider etwas schade anzuschauen. Ja. Vielleicht sieht er das Video auch und fühlt sich mal wieder berufen, hier weiterzubauen. Voll hässlich sonst. Ja, warum spreche ich das wohl an? Müssen wir ihn zuspammen. Guck mal das Video, guck mal. Ja, ja. So, aber wir wollten auch ein bisschen was in der Wüste bauen. Bin ich jetzt noch richtig? Ja, da hinten. Ja, ja, hier lang. Ja, du rennst immer so schnell, fliegst immer so schnell durch die Gegend. Ja, wir haben doch keine Zeit. Stimmt. Wir haben nämlich einen neuen Spieler hier. Der heißt der Lolmaster 2. Ja, und der wollte sich hier auch ein bisschen niederlassen in der Wüste. Und da hinten wollen wir dann noch eine PvP-Arena bauen. Und ja, wir wollen einfach ihm eine kleine Überraschung machen und hier so ein bisschen sein Häuschen schon herrichten. Haben wir natürlich vorher mit ihm abgesprochen, also so ist er nicht. ja, und werden jetzt mal hier so ein bisschen Grundriss basteln. Und gucken, was wir hier alles Schönes hinstellen. Genau. Ich fange hier mal an. Ja, genau, mach schon mal den Grundriss. Dock dann einfach auf. Sollen wir jetzt hier hinten schon aufhören oder noch ein bisschen weitergehen? Ich weiß nicht, ob das so von der... Das musst du wissen. Man könnte hier dann so ein... Also du hättest gerne einen Wehrgang außenrum. In der Mauer? Ja. Könnte man auch auffüllen. Aber dann halt vielleicht eher mit Sand. Aber es sieht halt eine Dreimauer breit. Eine Mauer, die drei breit ist, ist ein bisschen besser wie nur eins. Ja, aber drei ist schon verdammt dick. Dann kann man ja oben noch einen Wehrgang draufsetzen. Ich habe aber keinen normalen Stand dabei. Ja, genau. Bau dich doch einfach hoch. Da. Kann ich auch. Bin ich. Ey, du Angeber. Hm? Was? Guck mal, wie viel ich baue und wie viel du baust. Ja. Ich mache hier gerade mal immer 9. Von Shadow und Media mal gepimpt worden. Ich mache hier gerade mal 9 und du machst hier gleich 27 oder so. Keine Ahnung, ich habe so einen super Builder Wand. Der ist sehr praktisch für sowas. Ja, ja. Da möchte ich mich nochmal bei Shadow und Media bedanken für das kleine Upgrade. Zack. Wie war so das? Wir haben doch keine Zeit. Genau, mach alles dunkel, damit wir auch nachher bloß viele Mobs da drin haben. Nein, 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 du hast doch da hinten so einen Magnum-Torch aufgestellt. Der reicht bis hierher. Hoffentlich. Weil, ich habe hier keinen Monster-Spawn mehr entdeckt. Ansonsten, Bob. Hä? Warum komm ich? Ich habe einfach hier noch eine hingestellt. Na ja, dann ist alles gut. Er ist sicher. Geh doch weg. Kann nur nicht spawnen, wenn du da im Wege stehst. Hilft man und schon ist es falsch. Was ist falsch? Typisch Frau. So, das muss ein bisschen höher werden. Das soll nämlich so ein kleines Türchen. So ein Torteil sein. Kleines Türchen, Torteil, okay. Ja, mein Deutsch ist nicht mehr so gut. Ja, ich korrigiere mich auch gerne in meinen Aufnahmen. Ja, darf mal sein. So wie der Bauer, gell? Dachte ich ja nicht recht. Komm, das habe ich direkt in der Aufnahme hinten dran korrigiert.
Egal. Das war einfach nur, weil es die Übersetzung aus dem Englischen gerade so, man hat das Wort im Englischen, dann so, verdammt, wie war das dumme deutsche Wort? War irgendwas mit Bauen und Bauer? Nee, verdammt. Bauarbeiter, genau. Und dann nennt man es einfach Bauer, gell? Ja, ja. Ich hab's direkt korrigiert und mich nochmal offiziell entschuldigt. Ja, ich hab's gesagt. Und wenn du weiter drauf rumreitest, dann sage ich ab sofort absichtlich Bauer, so. Ich habe nichts gesagt. Gut. Machen wir die Wand hinten? Ja, ich würde da noch ein Stückchen hintergehen. Vielleicht nicht ganz so weit, wie ich angedacht habe. Aber so bis zur Hälfte, dass der Kaktus da noch weg ist. Bis zu dem Kaktus, würde ich sagen. Machen wir die Wand. Bis zum Kaktus. Ja, das soll ruhig ein bisschen Platz haben. Ich mache mal den hier wieder weg. Mein Hütchen setze ich mal wieder auf. Ich arbeite hier mit dem Excavator. Das ist besser wie mit der komischen Schaufel. Vor allem, weil meine Schaufel der Lollmaster im Inventar hat. Der war vorhin da. Dem habe ich die geliehen gehabt. Ja, bei der Höhe von 3 Sand ist tatsächlich der Excavator ein bisschen besser. Ja, bei allem anderen muss man immer so ein bisschen gucken. Meine Schaufel ist jetzt aber auch nicht gerade langsam, also. Ja. So, warte mal, nicht zu weit. Oh, ja. Ich komme mal hier gerade. Au, dummer Kaktus. In die Quere. Okay. Wo ist meine Axt? Stirb, Kaktus! Ja, meine Lumber-Ex macht da immer irgendwie Zicken. Also manchmal funktioniert die gar nicht richtig, da baut sie nur einen Teil ab. Vom Kaktus? Ja, oder auch von Bäumen. Ja, nee, ich baue den auch nur einzeln ab, so ist nicht. Ach so. Schon wieder voll, unfassbar, so viel Sand. Wir haben nicht eine Kiste da. Doch, da vorne stehen noch 3 Kisten. Doppelkisten wohlgemerkt. Oh, wo ist denn hier vorne? Ach, da neben dem Haus. Wunderbar, und weg damit. Komm auch mal grad. Machen wir erstmal den ganzen Sand weg. Den Sandstein brauchen wir hoffentlich noch. Kein Zahnstein. Ah, das ist gut. Mach du das mal mit deinem komischen Standardschaufel. Also, natürlich gepimpte Tinkerschaufel, aber Standard. Nichts Besonderes. Ich meine mit deinem Magnet. Au! Doofer Kaktus. Noch ein Kaktus? Ja. Das sind halt Kaktussen. Ne, ich meine mit Magneten. Der Magnet ist ja dafür. Ja. Der ist sehr praktisch, wenn man irgendwas abbaut, ja. Kann man nicht abschneiden. Bleib mal stehen. Du ziehst nämlich noch. Ja, warte, dann wollte ich gerade eins. Ja, ich kann es jetzt sammeln, ich bin voll. Ja, bleib da, dann hätte ich es eingesammelt. So, dann setze ich hier mal weiter auf ein Mäuerchen. Mit Chamas noch dabei von eben. Wo wir einfach mal mit Gewalt ein bisschen Gebiet platt gemacht haben. Wenn es schneller platt ist. Wir haben hier schon eine ganze Menge an Gebiet flach gemacht. Da war so ein großer Türm, aufgetürmter Sandberg und lauter solches Zeug. Oh, wenn ich das jetzt hier kaputt mache, zack. Dann. Also, da. Dass du so weiter baust. So, jetzt müssen wir, glaube ich, nur einmal ein Loch reinhacken und dann haben wir das auch. Ja. Muss ich natürlich nochmal neu hinsetzen. Warte. Nein, noch nicht. Wir müssen noch eins in die Richtung. Ah! Ups. Ja. Kommt vor. Aus der Bahn. Ich bin schon weg. So, ich habe ganz zufällig vernommen, dass du bald Jubiläumsfolge hast. Ja, ich weiß nur noch nicht, was ich da machen soll. Ja, den Partyhut haben wir heute schon mal auf. Ja. So. Ich wollte jetzt hier irgendwie noch was reinmachen.
Oh oh. Was hast du getut? Den Gang geschlossen, komplett. Ja, ist einmal ja nicht so wild. Einmal verklickt. Boah, setzt der da Blöcke rein, unfassbar. Ich wollte jetzt hier eigentlich so eine. Ein bisschen. Sowas, glaube ich, bauen. So ein. Wie nennt sich das über der Türe? Ein Türsturz. Wirklich? Heißt das so? Ich glaube schon. Ich hätte gesagt ein Torbogen, aber. Nee, das, was oben über der Türe ist. Ich glaube, das heißt Türsturz. Decke. Ist möglich, aber. Könnt ihr mal googeln. Das wird den Zuschauern leider auch nichts bringen, weil sie es nicht sehen würden. Die dürfen nur mein Minecraft-Fenster sehen. Ist das absichtlich, dass das so schief ist? Was ist schief? Ja, wenn man hier so durchguckt, ist irgendwie so modern, schräg. Ach, das oben. Das ist ja noch nicht, da bin ich schon nicht so weit. So. Das da meinst du? Jupp. Ich dachte, das sei modern. Die Ägypter haben vielleicht noch nicht so modern gebaut. Moment. Du kennst ja die Ägypter. So, da machen wir jetzt so ein paar Hieroglyphen rein. Ich muss jetzt gerade an die Asterix-Folge mit dem Architekten denken. Ja. Wie viele Blöcke habe ich da das Loch gelassen? Höhe von 4. Nee, wie breit? 3. Breit. Nee, nicht die Tür, sondern der Torbogen oben. Also das komische Dings da. 5. Und brauche ich jeden Block zweimal. Was auch immer du gerade berechnest. A mal B Quadrat. Okay. Nein, das hier meine ich. Da sollen Hieroglyphen rein. Ach so. Was ist das? Einfach gechiselter Sandstone? Sandstone? Genau. Jawohl. Oh, die sehen sogar verschieden aus. Leider haben sie keine höhere Textur. Die sehen furchtbar hässlich aus. Ja, aber. Hallo, das ist Minecraft. Ja, ich habe trotzdem gerne mein 64 Pixel pro Block Texture Pack. Das sieht viel schicker aus. Ja. Muss ja kein Fotorealistik sein, aber diese 16 Pixel oder 8 pro Block ist echt. Buh. Das sind 32. Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Glaube ich. Ja, 32 mal 32. Och nee, jetzt hängt's ein bisschen. Ja, bei dir, weil du das andere Texture Pack hast, ja. Bei mir sind es aber nur höchstens 16. Achso, weil du für die. Keine Textur hast. Deswegen sage ich ja, die sehen so furchtbar hässlich aus. Okay. Da muss mir mal einen Screenshot schicken, wie sie bei dir aussehen. Vielleicht kann ich die Textur irgendwie reinwursteln. Ja, kannst du mal gucken. Sonst mache ich halt aus einem 32 Pixel-Block kommt halt das Ganze viermal drauf. Was soll's? Gibt auch 64. Oh Mann, warum hängt das jetzt so? Ich habe doch gar nicht das Texture Pack umgestellt. Achso, hier seht ihr übrigens das Texture Pack von Mephisto. Mac-Texturen, irgendwas. Weiter. Mac Texture Pack. Ah, genau. So. Genau wie bei mir immer alles Mac irgendwas und meistens mit der Zahl heißt. So, dann machen wir hier mal zwei Fenster rein hier. Oder nee, warte. Machen das die Ägypter Fenster da drin? Ich habe irgendwie zu viel abgebaut. Abwärts. Ich habe meine Ding weggeschmissen. Nee, das ist. Mimi. Was für ein Ding? Meine Säge. Mach's wieder zu. Ich wollte was anderes machen. Immer so unentschlossen. Ja. Oh, ich mach hier nochmal ein Sand hin. Nee, nicht so viel. Au! Ey, du doofes Ding, was greifst du mich an? Der hat mich angegriffen. Ihr habt's genau gesehen. So, könnten wir eigentlich. Leider kann ich dem Kaktus keine Medaille verleihen. Hey. Mir ist der Sand ausgegangen. Sand? Hast du vorhin einen Haufen abgebaut. Hast du zufällig eine Säge dabei? Oh nein. Ich auch nicht. Dann Krams. So viel Schammers dabei, aber nein, keine Säge. In meiner Kiste ist auch keine. Haben wir hier ein Crafting Table? Doch, da hinten.
Vielleicht ist da was in den Kisten drin, womit ich eine Säge basteln kann. Bin zu faul, die Steine zu holen. Diamanten haben wir, Steine haben wir und zwei Sticks haben wir. Das reicht. Brauchen wir für die Säge nicht so einen Eine Stone. Steingriff, irgend sowas? Ja, Stone Rods brauchen wir auch. Aber die lassen sich ja ganz gammelig herstellen. Ja. So. Und hier einen Diamanten. Haha, ich habe eine Säge. Irgendwie müssen wir das eindeutig höher machen. Das ist so niedrig, das Haus. Ja, das ist ja nur die Umrandung. Aber ich habe auch überlegt, ob man es noch eins höher macht. Okay. Ich nehme mal gerade das Bild auf einen anderen Monitor. Ich habe da so ein Bild zum Nachbauen. Jetzt sieht schon viel besser aus mit eins höher. Ja, kannst du das hier auch noch mal eins höher machen? Das ganze Ding? Ja. Dann ich. Sandstein im Inventar, kann ich dir alles hier hochbauen, das ist kein Problem. Warte mal, warte mal. Dann machen wir. Ich glaube, dann machen wir die Mauer noch eins höher. Also zwei höher. Ja, genau. Und dann machen wir eins unten drunter, chiseln wir. Ja, ich glaube, das sieht dann gut aus. Ich muss noch ein paar. Moment, jetzt habe ich. Das Fenster brauche ich Noch auch ein noch. bisschen Material holen. Achso, hier mit dem Brauche Band kann nämlich man noch nicht ein die Truhe paar öffnen. Und noch Treppenpfeiler. kein Sandstone mehr, das ist doch unfassbar. So viel Sand. Und noch selber welchen herstellen, dafür bin ich viel zu faul. Brauche nämlich noch ein paar Treppenstufen. Und dann kriegt man das alles so hin, wie ich das haben will, glaube ich. Jetzt wüsste, wie du dir das Bild in deinem Kopf vorstellst, Ja, wirst du gleich sehen. wäre es für mich leichter nachzubauen. Machen wir einfach so. So und so. Ja, es ist immer die Frage, was da irgendwer im Kopf hat. Es ist von der Textur her scheiße. Das, was du im Kopf hast, ist von der Textur her scheiße. Okay, das hast du selber gesagt. Ja, ich weiß. So, mir ist wieder der Sandstein ausgegangen. Haben wir drüben in der Kiste nichts mehr? Nur Sand. Das heißt, ich muss mir tatsächlich aus dem Sand selber Sandsteine bauen. Das Problem ist halt, dann kommen aus vier Sandhäufchen ein ganzer Sandstein raus und der ist einfach schneller verbaut, wie du gucken kannst. Ja, das ist leider wahr. So, und dann wollte ich hier noch. Wo ist meine Chisel da? So. Und dann Ich bin nehmen Sand wir. weggeworfen. Das dann immer. Ah ne, das müssen wir in der Chisel drin lassen. Und wenn wir dann mit der Chisel irgendwo draufklicken, dann wird genau der Block hergestellt. Und wenn wir es falsch machen, haben wir einen falschen Block. Das kriegen wir hin. Spätestens das zweite. Ja. Ich hätte gerne mehr Sand. Hast du eigentlich die Zeit im Auge? Ja, wir sind schon bei 18. Okay, ich habe meine Uhr nicht passend gestellt, aber nicht zu lang hinterher. Die zeigt auch schon 17 Minuten an. Nur das, was mit der Aufnahme nicht zu sehr ziehen. Ja. Ich mag es Ich ja habe mir inzwischen sowieso nicht. angewohnt, immer so eine Uhr nebenbei laufen zu haben, damit ich mal einen groben Überblick habe, wie lang es schon läuft. So. So ein bisschen einen Akzent reinbringen in die ganze Geschichte. Ich hätte gar keine Bläme. Auch Hier. wenn du garantiert an einen anderen Akzent gedacht hast. Da fehlt noch ein Block hier im Eck. Dann ist wahrscheinlich hoch Nein, falsch. So. ein sauberer Sandstein drin. Ah, so macht das sieht gut aus. Ja. Bis auf diese hässlichen Chiselblöcke. Ja, aber die gibt's leider nicht in der Textur. Au! Am klitzekleinen Pupskaktus hängen geblieben. Ja, aber wirklich. So, aber innen müssen wir das, machen wir das natürlich auch noch. Kommt der jetzt eigentlich überhaupt irgendwie Dach drauf oder? Na, hier nicht. Das ist ja nur die Mauer außenrum. Ah, okay. Da kann man ja dann noch einen Wehrgang machen.
Ich fliege halt total schnell hier durch und der nimmt wirklich jeden Block mit und chiselt den. Das finde ich ganz cool. Das ist cool, ich sehe es. So. Das ist, ja, ich finde es gar nicht mal so übel. Aber jetzt würde ich hier doch gerne noch ein Fenster reinsetzen. So, die Höhe, glaube ich. Ja. Da lassen wir jetzt Lava durchlaufen, damit es immer schön hell ist. Ich habe mir eher gedacht, dass man vielleicht. Ja, dazu ist das. Mal kurz Mal so überlegen. frei und teste das. Hä? Bin einfach mal so frei und teste das schnell. Die Lava. Ja. Wobei ich überlege, ob man innen eine Treppe hoch macht, um oben auf den Wehrgang zu kommen. Oh, ich wurde gerade angeschrieben. Was war's denn? Sieben, wann die nächste Folge rauskommt. Hihi. Wo lässt denn jetzt Lava durchlaufen? Ach, Ja, du lass mich musst doch erst. erstmal Lava zapfen gehen. Musst erst holen. Ach so. Man hat ja so einen Lavatank, aber man muss sie erstmal dahin schleppen. Dann natürlich aufpassen, dass man nichts vergießt. Vergießt oder vergisst. Such dir was aus. Mir ist schon aufgefallen, dass ich vergessen habe, auf Vollbildmodus zu schalten. Dementsprechend ist die Aufnahme nachher etwas gestaucht. Nein, falsch geklickt. Nein, wieder falsch geklickt. Oh, du rennst irgendwo hier rum, weil die Blöcke wollen nicht zu mir. Also so soll das Fenster sein. Jetzt hast du was da eingebaut. Ich kann mir das mit der Lava nicht mehr so ordentlich vorstellen. Mach einfach mal. Ja. Willst du da dein Glas davor haben oder nicht? Das ist flexibel. Ich würde sagen, sicherheitshalber wäre es natürlich besser. Und Und am dann. besten macht man natürlich noch innen alles weg, damit es nirgendwo hinfließen kann. Ach, und ich brenne. Moment, das kann man ganz einfach umgehen. Wir morphen uns zu einem Scheiße, ich habe ein bisschen Kacke gebaut. Zombie-Pigman. Und dann sterben wir trotzdem, oder wie? Dem ist es egal, dass er brennt. Oh, jetzt sehe ich, was du gemacht hast. Sieht es besser aus oder schlechter? Cool aus. Dann machen wir das doch so. Mache ich hier natürlich auch noch Blöcke hin. Ja, doch, das hat was, das hat was. Jetzt hast du da einen zu viel weggemacht, warte, die Lava säuft sonst raus. Doch, das ist cool. Dann wird es natürlich ein bisschen schwierig hier oben mit dem Wehrgang, aber vielleicht kriegt man das trotzdem hin. Kann die auch theoretisch einen Block tiefer setzen. Warte mal. Weil dann sieht man auch, dass die Hieroglyphen auch nicht mehr. Hat was. Eine natürliche Lavabeleuchtung. Wobei ich glaube, ich hier mal Stufen hinsetze. Sieht ein bisschen smoother Damit du aus. genau reinlaufen kannst. Ja, Lava! So, mir egal, ich laufe da nicht rein. Ich weiß ja, dass sie da ist. Ey! Wollte ich nur ein Stück vorwärts schubsen. Ja, und jetzt schneit es hier in der Wüste. Ja, logisch. Ich habe auch nur gesehen, dass irgendwelche ulkigen Grafikeffekte kamen, aber nicht erkennen können, was es war. Ich finde, es sieht schon ganz schön nice aus. Vor allem von außen. Das macht was her. Geh mal ein bisschen zurück Dahingesetzt, und einfach guck eine mal. Stufe, jo. Hä? Einfach eine Stufe. Oh, man passt auch nicht durch. Doch, man passt als Zombie-Pigment gerade noch rein. Ja, ich denke, man passt auch als normaler Mensch rein, aber du kannst eigentlich gar nicht so hoch springen, dass du da reinkommst. Du musst reinfliegen, weil es sind 1,5 Blöcke. Ja und? Ich kann die springen. Ich nicht. Siehst du, hast du Pech gehabt. Kann zwei hochspringen, das ist kein Problem. So, jetzt müssen wir aber auch schon aufhören, wir sind schon bei 25 Minuten. Verdammt. Oh. Ja,
Dann haben wir auf jeden Fall mal den Grundstein für dieses Haus gelegt. Ja, und ich finde es auch gar nicht so schlecht. Ja, es ist noch ein bisschen eintönig. Man sollte vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Also von vorne sieht es hübsch aus. Ja. Innen ist es extrem kahl. Ja, das kommt in der nächsten Folge, in der Jubiläumsfolge. Folge 105 wird es sein von Minecraft City. Und Nicht ja, schlecht. dann haben wir ein Jahr YouTube schon hinter uns. Und ja, freut mich ein bisschen. So. Dann sag mir auf jeden Fall Bescheid, dass ich auch wieder da bin. Auf jeden Fall mache ich. Mache ich, mache ich, mache ich. Dann bedanke ich mich bei den Zuschauern, bei Mephisto fürs Helfen. Kein Und Problem. bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Tschüss, Leute. Ciao, Varuna. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.